Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge RIM. So, in der letzten Folge hatten wir das erste Windrad hier, oder was es sein soll, aktiviert. Und wie ihr schon seht, hat es jetzt den Himmel hier verdunkelt mit so einer Art Rauch oder sowas. Ich weiß es nicht genau, was es ist. Jedenfalls schützt uns jetzt der Rauch vor dem komischen prähistorischen Vogelvieh. Oder was es ist. Und ich denke mal, wir müssten jetzt das nächste Windrad aktivieren. Genau. Ist der da oben? Ja, da oben kluckt er schon. Und der greift uns jetzt auch nicht an. Das ist schon mal sehr gut. Genau, wenn euch die Folge natürlich ein bisschen gefällt, würde ich mich am Ende sehr, sehr freuen über einen Daumen nach oben, Kommentar oder Abo. Und ich wollte mich sowieso mal bei euch bedanken. Anscheinend kommt das Projekt richtig gut an bei euch. Also, ihr kommentiert fleißig und. Macht mir richtig Spaß. Und ja, wie gesagt, macht mir richtig Spaß und ist halt auch geil, wenn man dann spielt und die Leute gehen dann auch ein bisschen drauf ein. Richtig nice von euch. Würde mich freuen, wenn es so bleibt. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir doch mal, was wir machen müssen. Ich denke mal, wir werden jetzt dort drüber gehen. Und ich muss auch mal schauen, was das hier für komische schwarze Mannequins sind. Die haben wir in einer anderen Folge auch schon gesehen. Ich glaube, das müssten die sein, oder? Ich würde sagen, geht jetzt da einfach mal hin. Tun uns die was? Oh. Okay, die verschwinden anscheinend. Gehen wir zu dem mal hin? Nee, die laufen weg von mir. Haben die Angst vor mir? Okay, ich glaube, die haben Angst vor mir oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber das werden wir bestimmt noch rausfinden. Überall sind jetzt hier. Ich denke mal, die sind jetzt auch hier, weil eben der Himmel verdunkelt ist. So, wo sind wir denn jetzt hier? Bisschen umschauen, bevor ich hier weitergehe. So, dann gehen wir mal darüber in den nächsten Abschnitt. Ja, ich stehe nur im Schatten. Oh, jetzt muss ich aber rennen. Eieiei, das schaffe ich nicht mehr. Oh. Knappes Ding. Erleuchtet. Trophäe, okay. Okay, die können wir anscheinend nicht heller machen. Die sind auch schon wieder komische Statuen, wahrscheinlich von dem Vogel. Was bringt uns das? Ey. Der wäre ja fast runtergefallen jetzt. Gibt's hier unten noch was? Unten, ich weiß nicht, ob wir, wenn ich jetzt hier runtergehe oder runterspringe, wieder nochmal hochkommen. Ich sehe jetzt auch keine Kletterpunkte oder sowas. Okay, vielleicht sollen wir hier noch nicht runter. Gehen wir auch mal weiter. Hier ist aber auch kein Loot oder sowas drin. Aber hier ist Loot.
So, jetzt wollen wir mal schauen. Normalerweise könnte ich hier eigentlich ganz normal weitergehen. Oder eben auch da hoch. Da muss ich mich aber beeilen, bevor der... Da oben ist der Eingang. Hier, weil die... Ich glaube, solange ich im Schatten bin, müsste es eigentlich reichen, dass ich nicht angegriffen werde. Boah. Hier müssen wir safe sein. Ja, sind wir auch. Und der schreit schon wieder. Okay, ist Fuchsi. Sie zeigt uns normalerweise den Weg. Aber ich will da noch nicht lang. Ich wollte erstmal hier hinten. Ja, ja, ich komme gleich. Ich weiß schon, ich soll hinterherlaufen. Aber ich wollte hier mal schauen, ob es hier noch was gibt. Scheint es nichts zu geben. Okay, dann schauen wir mal zum Fuchsi. So, er sagt hier rüber springen. Habe ich von da aus eine Möglichkeit? Na komm, wir springen einfach mal. Aber ich werde hier gar nicht angegriffen. Wow, 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 wow. Bleib du mal lieber. Bleib du mal lieber da, wo du bist. Wo sind wir jetzt hingeflogen? Okay, hier scheint es einen Weg nach oben zu geben. Du willst mich beeilen. Was macht ihr denn jetzt? Spring! Ich bin echt gespannt, Leute, wie lange das Game hier geht. Ja, sollst du rüberspringen. Hallo? Nein. Die Richtung bitte. Ah, das ist auf jeden Fall wieder alles hakelig hier. Es geht ja schon wieder nicht. Jetzt spring. Ha!
ist irgendwie so ein Rad oder sowas. Können wir was machen? Da oben ist auch so ein Symbol. Okay. Werden wir bestimmt noch rausfinden. Also ich glaube, dass die Zeit zwischen Angriff und Nicht-Angriff jetzt schon schneller geworden ist. Also wir haben gar nicht mehr so viel Zeit wie am Anfang. So, was gibt es hier? Hier scheint es eine Art Rätsel zu geben. Schauen wir doch mal. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Darauf gehen. Was können wir hier machen? Oh, Alter! Ich bin jetzt erschrocken, Mensch. Kommen wir da jetzt gar nicht vorbei, oder was? Eieiei, da kommen wir gar nicht vorbei. Okay, 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 okay. Dann müssen wir irgendwas anderes machen. Aber was? Das bringt uns eigentlich gar nichts. Wir gehen die Tür zu. Thank you.
Nee. Wir müssen hier irgendwie an dem komischen Vogel vorbei. Ich probiere mal, vielleicht kann ich dann Schrei loslassen oder so. Dass der sich dann verkrümelt. Der alte Schlingel, ja, hier kommen wir ja nicht hoch, gell? Ne, hier kommen wir leider nicht hoch. Also ich muss da irgendwie vorbei. Oder kann ich denn an der Seite entlanghangeln? Jetzt warte mal. Ich muss dahin. Okay, ich bin auch vorbeigekommen. Okay, so geht's nicht. Das heißt für mich, drehen wir den noch mal. Was sind hier für komische? So müsste es gehen eigentlich. Jip, 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 jip. Jetzt muss ich schauen, wo ich hier lang muss. Hier hoch wahrscheinlich. Ach, hier wollen wir nicht lang. Hier gehen wir lang. So, alles klar. Nächster Bereich. Und wir sind schon ganz knapp dran, würde ich sagen. Jetzt müssen wir nur schauen, wie wir dieses Rätsel hier lösen. Wo ist denn der schon wieder? Da, okay. Na, lass ihn da mal. Alter. Sehr schön. Das ist ja schön. Schauen wir mal, dass ich hier entlang komme. Okay, hier. Nein! Ei, ei, ei. Geh bitte darüber. Komm. Was machst du denn jetzt? Okay, mal hier rüber. Also ab und zu schon ein bisschen hakelig hier. Was macht er denn jetzt? Oh, Alter. Aber wir haben hier auf jeden Fall eine Art Shortcut. Hoffe ich mal, ja, ist ein Shortcut.
Okay, wie kommen wir hier rüber? Kommt der Vogel bestimmt gleich wieder durchgeschossen da? Sag ich doch. Dankeschön. Ja, ist doch jetzt gut. Solange du hier nicht reinkommst, ist alles okay. So, erste. Somit wäre jetzt, glaube ich, noch einer übrig, den wir irgendwie erreichen müssen. Da oben können wir nicht mehr lang. Da ist zu. Kommen wir hier irgendwie hoch? Hier kommen wir nicht hoch. Aber da geht es auch nicht mehr lang, oder? Da ist ja kein Kletterpunkt mehr. Ne, hier kommen wir nicht lang. Kommen wir hier irgendwo entlang? Ich glaube, ich muss auf die andere Plattform rüber. Oder müssen wir außen irgendwie entlang? Und aber da ist der zweite. Den müssten wir eigentlich von dort erreichen, aber... Hier war ja sonst auch nichts mehr. Hier werden wir nicht rüberkommen. Oder können wir... Ah, ich glaube, ich habe es gesehen. Können wir uns den Würfel vielleicht dann dorthin schieben? Also das ist wirklich... Was machst du denn? Geh komplett in die andere Richtung. Also. Okay. Probieren wir das nochmal. Einmal hier hoch, bitte. Es erinnert mich richtig, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, richtig an The Last Guardian. Es sind echt viele parallele kleine Junge. Alleine in so einer riesen Welt, weiß ich, was er machen soll, warum er da ist. Weiße Türme. Könnte es echt irgendwie wieder Last Guardian. Und Last Guardian habe ich auch schon richtig geil gefunden. So, jetzt müsst ihr aber hier hochkommen, oder? Ja, alles klar. War mir klar. Okay. Wir kommen unserem Ziel immer näher, würde ich sagen. Ja, die Steuerung ist an manchen Stellen, muss ich schon sagen, ein bisschen hakelig. Jetzt herkommen. So, okay. Da ist auch schon der nächste. Sehr schön, somit haben wir alle zwei. Das müsste eigentlich reichen, glaube ich. Er einen Abflug macht und hat auch gleich eine gesenkt gekriegt.
So Leute, dann würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle schon wieder einen Cut. Sind es schon fast schon wieder eine halbe Stunde, wie ich sehe. Zeit vergeht wirklich schnell in dem Spiel, aber ich finde es geil auf jeden Fall, dass man es hier nicht so rumquält oder sonst irgendwas. Okay Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben, Kommentar oder auch Abo freuen, wie ihr lustig seid. Und würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.